Hallo und herzlich willkommen zurück. Oder beziehungsweise erstmal frohes neues Jahr, denn ich nehme das Ganze am 2. Januar 2022 auf. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und hattet schöne Feiertage. Ich habe mich wieder recht lange nicht gemeldet, jetzt 3 Monate, und wollte jetzt einfach mal berichten, was in den 3 Monaten wieder alles passiert ist, weil es war nicht so wenig, was auch der Hintergrund ist, warum ich mich einfach nicht so viel gemeldet habe und das einfach nicht so viel schaffe, wie ich mir wünschen würde im Moment. Ich glaube, ihr merkt, dass die Quantität der Videos abgenommen hat, seitdem meine Schwester jetzt auch die Diagnose bekommen hat. Und das war einfach, weil so viel zu tun war, so viel los war. Und es waren bis auf den letzten Monat extrem harte 3 Monate, die alle Beteiligten, was in spezifisch halt meine Schwester, mein Freund und mich betrifft, wirklich sehr an unsere Grenzen gebracht hat, was wir irgendwie noch leisten können und was wir noch aushalten können. Aber jetzt sieht es besser aus und es wird langsam alles wieder auch ein bisschen routinierter und mehr Alltag, was man auch irgendwann wieder einfach braucht. Ich fange, glaube ich, erstmal mit dem schönen Teil an. Ein Grund, warum ich mich im Dezember nicht gemeldet habe, war, dass mein Freund und ich gesagt haben, wir fliegen nochmal in den Urlaub. Ich hatte auch noch fast alle meine Urlaubstage für dieses Jahr vom Arbeiten und dann wolltet ihr auch noch nehmen, beziehungsweise muss ich ja auch. Und wir haben uns entschieden, trotz Corona nach Teneriffa zu fliegen, weil wir einfach gemerkt haben, wir müssen dringend raus, wir brauchen Erholung und wir brauchen das jetzt einfach ganz dringend und haben uns vorher noch boostern lassen und sind dann am 9. Dezember zwischen den Atezolizumabgaben, die kriege ich ja immer noch im 3-Wochen-Takt, sind wir nach Teneriffa geflogen und dann am 20. Dezember wiedergekommen. Und dann waren halt erstmal die Feiertage. Deswegen habe ich da dann keine Zeit mehr gehabt, irgendwie ein Video zu drehen. Aber es war wirklich wunderschön, tolles Wetter. Ja, wir waren einfach ganz viel wandern und auch schnorcheln und hatten da einfach mal wieder Zeit, auch für uns, außerhalb von der Krankheit, und haben beide festgestellt, dass wir doch auch relativ fit sind, schon viel machen konnten, was einfach auch ein gutes Gefühl war. Für mich war es gut, weil es 6 Wochen nach meiner eigenen OP war. Also der Tag, wo man flog, war circa 6 Wochen danach. Das heißt, ich durfte noch nicht voll mit den Armen und Oberkörper wieder was machen, aber schon zum Teil. Und deswegen war der Dezember so, dass ich mich nicht gemeldet habe. Und dann erzähle ich einfach mal die ganze Zeit davor. Ich glaube, ich mache es nicht chronologisch. Ich erzähle erst von meiner Schwester, die Lena, die auch demnächst auf jeden Fall nochmal ein Video kommen wird. Sie hat ja ihre Chemotherapie begonnen und hatte zuerst Epirubicin und Cyclophosphamid im 2-Wochen-Takt, 4 Gaben, also 2 Monate lang. Und hatte das Medikament Pembrolizumab, also auch einen Antikörper, alle 3 Wochen dazu. Und unter der Chemotherapie Epirubicin und Cyclophosphamid ging es ihr nicht so gut, was ich glaube, die meisten auch kennen. Ja, einfach mehr Fatigue, Müdigkeit. Ja, war einfach anstrengend alles für sie, weswegen mein Freund und ich da auch sehr viel unterstützt haben im Alltag. Sehr viel gekümmert haben mit Kochen, Einkaufen, alles, was halt so ansteht. Und das war einfach sehr, sehr viel. Aber sie hat dann gewechselt, ich glaube Anfang Dezember, Mitte, bin mir gar nicht mehr ganz sicher. In dem Moment, sie kriegt jetzt schon über 4 Wochen die zweite Chemo. Also irgendwie Anfang Dezember hat sie gewechselt auf Paclitaxel und Carboplatin. Das ist ja so, dass man Paclitaxel 12 Gaben lang wöchentlich bekommt, also eigentlich 12 Wochen. Und alle 3 Wochen gibt es Carboplatin dazu und sie kriegt immer noch alle 3 Wochen auch das Medikament Pembrolizumab, also den Antikörper, dazu. Und darunter geht es jetzt viel, viel besser. Sie hatte nicht die Probleme, die ich hatte während der Chemotherapie. Sie hatte jetzt keinen Anstieg der Leberwerte in dem Maß, wie ich ihn hatte. Sie brauchte bis jetzt gar keine Dosisreduktion. Ihre Blutwerte, auch wenn sie es viel gespürt hat, die Chemotherapie, und es ihr nicht immer so gut ging, von der Fatigue her und ähnlichem, waren ihre Blutwerte auch während der ersten Chemo fantastisch. Das hatte ich zum Beispiel nicht so. Also sie hatte gar keine Neutropenie, also ihre weißen Blutkörperchen waren immer gut. Und auch jetzt während der Chemo hat sie echt gute Blutwerte. Sie hat immer relativ wenig Blutarmut, ein bisschen natürlich schon,
gute weiße Blutkörperchen, Leukozyten und Neutropenie hat sie gar nicht. Und dass die Leukozyten auch runtergehen, ist auch nicht. Und von daher auch ein Anstieg der Leberwerte ist nur in einem geringen Maße, sodass es halt immer vertretbar ist, wie es bei vielen Leuten ein bisschen passiert während der Chemotherapie, weil die Leber ja doch arbeitet, aber wirklich nicht stark und kann deswegen auch immer die Chemotherapie bekommen, brauchte keine Pause, keine Dosisreduktion, Wahnsinn. Also das ist schon mal sehr schön und wir können den Tumor mittlerweile auch nicht mehr tasten. Sie hat keine Ultraschallkontrolle zwischendurch, erst wieder am Ende. Deswegen müssen wir uns einfach am Ende schauen, was bei rauskommt. Aber es sieht auf jeden Fall echt gut aus. Allerdings hatte sie leider eine Komplikation mit dem Pembrolizumab, mit dem Antikörper. Kann sie vielleicht auch, wenn sie mein Video dazu kommt, nochmal alles ein bisschen erzählen. Und zwar hat der Antikörper angefangen, ihre Schilddrüse anzugreifen. Und sie hatte dann eine Schilddrüsenüberfunktion kurzzeitig, wo sie dann hochdosiertes Cortison gegeben haben, um zu versuchen, die Entzündung zu stoppen. Hat nicht funktioniert, weswegen sie jetzt in einer Unterfunktion ist und das ist dann natürlich auch chronisch, wobei man da gute Medikamente geben kann. Allerdings haben sie gerade erst damit angefangen und bis jetzt sind ihre Werte da wirklich noch nicht gut. Also der TSH-Wert war jetzt, glaube ich, bei 60 letzte Woche, was sie dann wieder ein bisschen merkt, dass sie sich einfach erschöpft fühlt, dass sie total viel friert, außer wenn sie gerade ihre Hitzewallung hat wegen dem Paclitaxel, aber ansonsten geht es jetzt viel besser. Sie kann wieder mehr Sport machen. Sie kann sich wieder komplett selbst im Alltag zurechtfinden, kann das alles selber übernehmen. Und das ist natürlich für meinen Freund und mich jetzt auch eine große Erleichterung, dass wir da einfach nicht mehr so viel unterstützen müssen. Und dann einfach auch wieder mehr Zeit haben. Was dazu kam, war meine Therapie nochmal. Ihr hattet ja, ich glaube, mein letztes Video war ja, dass die Krankenkasse der doppelten Mastektomie zugestimmt hat. Und ich habe die an einer anderen Klinik machen lassen, die immer mit dem Auto circa 3 Stunden Fahrzeit von uns weg ist. Und es war einfach deswegen auch noch eine anstrengende Zeit, weil ich meine normale Therapie, die Antikörpertherapie, ja auch noch bekomme. Die Klinik ist aber auch circa 1 Stunde Fahrzeit weg. Und ich hatte dann am 28. Oktober meine doppelte Mastektomie mit Rekonstruktion. Ich erkläre das nochmal kurz, weil viele, die mich kennen, haben doch ein bisschen ein Problem nachzuvollziehen, wie der Ablauf ist. Also erstmal ist es unterteilt in so mehrere Schritte. Ich hatte die doppelte Mastektomie, aber eine sogenannte Skin Sparing, also hautsparende Mastektomie. Das bedeutet, dass mein gesamtes Drüsengewebe unter der Haut von der Brust entfernt wurde, komplett vollständig und meine Brustwarzen wurden entfernt und auch der Brustwarzenvorhof, alles was damit zu tun hat, ist weg. Ich habe 2 Narben, die verlaufen so über die Brust quer, sind vielleicht so 3, 4 Zentimeter lang und wir haben gleichzeitig unter den Brustmuskel während der gleichen OP wurde ein sogenannter Expander eingelegt. Es wurde ein Expander eingelegt, weil ich mich ja dazu entschieden habe, meine Implantate unter den Brustmuskel zu legen, weil es dann ein bisschen natürlicheres Aussehen gibt. Und dann muss erst der Brustmuskel langsam gedehnt werden, weil der natürlich nicht direkt auf die Brustgröße ein Implantat eingesetzt werden kann, weil der Brustmuskel das ja nicht halten kann. Das heißt, es wurden 2 Expander eingelegt und in meinem Fall wurden die direkt mit jeweils 200 Milliliter Flüssigkeit, und zwar Kochsalzlösung, gefüllt. Das funktioniert tatsächlich über einen Port. Also der Expander hat einen Port, den suchen Sie, der ist magnetisch von außen mit einem kleinen Magnet dann immer, wo der ist. Und dann können Sie einfach mit einer großen Nadel mit der Kochsalzlösung durch den Port stechen und können von außen eine Spritze mit der Kochsalzlösung geben und so auch immer weiter den Expander auffüllen. Und wenn die Spritze rausgezogen wird, verschließt sich der Port automatisch nach außen. Und es kommt nichts raus. Deswegen wird aber auch zuerst Kochsalzlösung genommen, weil selbst wenn Kochsalzlösung in den menschlichen Körper gerät, kann das vom Körper abgebaut werden. Würde zwar wahrscheinlich ein bisschen wehtun, wäre jetzt aber nicht so schlimm. Die haben wir also unter meinen Brustmuskel eingelegt, möglichst richtig direkt, dass die Brustweite erhalten bleibt, dass die Brustform wiederhergestellt werden kann. Und in meinem Fall wurde eben jeweils direkt mit 200 Milliliter aufgefüllt. Es wurde auch mir gesagt, wie viel Gramm Drüsengewebe entnommen wurde und wir haben uns entschieden, oder ich habe mich entschieden, ein ganz bisschen weniger auffüllen zu lassen, als vorher rausgenommen wurde. Wir füllen jetzt also mit jeweils 400 Milliliter auf
Und danach habe ich eine zweite OP, in der dann die Expander, die nicht dafür gedacht sind, langfristig in der Brust zu bleiben, werden wieder rausgenommen und die finalen Silikonimplantate in der Größe werden dann eingefügt. Und die können einfach sehr lange auch im Körper bleiben. Die sind dafür gemacht. Also irgendwann im Leben werde ich sie wahrscheinlich schon tauschen müssen, aber hoffentlich nicht so häufig. Es gibt da natürlich ein paar, ja, Risiken, die immer passieren können, dass zum Beispiel Narbengewebe sich sehr stark bildet um den Fremdkörper, um das Implantat und so. Aber schauen wir einfach mal, je nachdem, wie gut das funktioniert und vom Körper angenommen wird, können die wirklich 10 Jahre oder länger auch in der Brust bleiben. Meine Ärztin hat, glaube ich, sogar bis von 20 Jahren erwähnt. Mal schauen, wie es dann aussieht. Diese OP wurde gemacht in der Klinik und ich war da auch stationär. Ich hatte Glück, das war ja noch im Oktober, das war noch vor dem Anstieg der Welle. Kurz davor tatsächlich, so dass ich noch operiert werden konnte, wobei sie mir auch gesagt, ja, die OP hätten sie wahrscheinlich auch nicht verschoben. Und war dann eine Woche auch im Krankenhaus. Die OP lief richtig gut. Es waren so 3 Stunden, glaube ich, hat das Ganze gedauert mit beiden Prozessen, die ich gerade erklärt habe. Also Brustdrüsengewebe entfernen und die Implantate einlegen, die Expander. Und ich bin dann aufgewacht, war auch alles gut, aber ich hatte dann später wieder Nebenwirkungen. Ich habe häufiger von der Anästhesie, habe mich dann sehr viel übergeben noch den Abend, da ging es mir nicht so gut. Und was ich sagen muss, die Schmerzen waren schon richtig, richtig stark. Es war wirklich heftig. Die haben mir zuerst nur Ibuprofen und Paracetamol gegeben im Krankenhaus. Und ich habe dann den nächsten Tag da gelegen und habe einfach so lange geweint, bis sie mir dann doch leichte Morphine gegeben haben, weil ich es einfach nicht war. Ich konnte kaum atmen. Das lag, glaube ich, daran. Aber die meisten anderen haben erzählt, dass sie gar nicht so Schmerzen haben. Die haben nicht direkt so viel aufgefüllt bekommen. Man fängt normalerweise eine andere, die ich im Krankenhaus bekommen hat, hat nur 80 Milliliter am Anfang aufgefüllt bekommen. Und ich habe mit 200 angefangen. Das heißt, mein Brustmuskel wurde extrem gedehnt direkt. Und das haben sie gemacht, weil die Klinik so weit weg ist, damit ich nicht so häufig zum Prozess vom Auffüllen hinfahren muss. Sie meinten, man kann dann immer mit 50 Milliliter auffüllen, alle 2 bis 3 Wochen. Das heißt, ich müsste nur ungefähr 4-mal hinfahren zum Auffüllen. Und sie wollten mir einfach ersparen, dass ich noch deutlich häufiger kommen muss, was ich super nett finde. Und war auch gut so. Sieht auch toll aus, hat auch alles funktioniert. Und es war auch irgendwie schön aufzuwachen und schon wieder eine Brustform zu haben. Aber die Schmerzen waren wirklich stark, richtig, richtig stark. Und das hat auch so 1, 2 Wochen gedauert. Ich war auch extrem bewegungseingeschränkt. Jede Bewegung hat wehgetan. Selbst gehen, man stellt sich, man kann sich das kaum vorstellen, aber selbst gehen tut richtig weh, weil man doch immer ein bisschen, der Brustmuskel sitzt, also setzt an der Achsel an. Das merkt man dann auch schön und halt hier oben und bis in den Rücken kann das dann ausstrahlen, der Schmerz. Und das hat einfach extrem weh getan. Ich habe dann aber Morphine bekommen, dann ging es besser, aber die Schmerzen waren die erste Woche schon richtig doll. Ich hatte Drainagen drin und ich wurde daneben entlassen, sobald in den Drainagen weniger als 30 Milliliter in 24 Stunden durchgelaufen war. Das hat halt eine Woche gedauert. Ich glaube, ich wurde ziemlich exakt nach einer Woche gelassen und entlassen. Bis dann hatte ich dann auch langsam die Nase voll von der Klinik, einfach vom Krankenhaus da nur sein. Aber insgesamt war es gut. Und es sah fantastisch aus. Ich habe schon den Abend nach der OP das erste Mal in den Spiegel geschaut. Da hat mich die Pflegerin gefragt, ob ich es mir auch mal anschauen möchte. Und dann haben sie mich mit ins Bad genommen. Und ich war richtig überrascht, wie gut es schon ausgesehen hat. Es war nichts blau. Es war natürlich, der Brustmuskel war geschwollen hier oben über der Brust, das ist ja klar. Aber ansonsten sah es gar nicht so schlimm aus. Ich hatte ja noch ein Pflaster, einfach ein Pflaster über den Narben auch. Und es sah einfach aus, ja, es sah gar nicht so operiert aus. Das war erstaunlich und hat mich ziemlich beruhigt. Ich hatte irgendwie so ein Schlachtfeld jetzt erwartet, dass alles grün, blau ist und dass alles mega geschwollen ist. Und die Brust hat ziemlich gut ausgesehen. Schon. Und auch die Narben jetzt auf meiner Brust, ich glaube, sie hat sie nach innen vernäht oder so, sind sehr klein, sehr schön gemacht. Also wirklich fantastische Arbeit von der Chirurgin. Die Pflegerinnen auf der Station waren auch alle ganz begeistert und meinten, da erkennt man ihren Fußabdruck sozusagen oder einfach ihre Arbeit. War ich wirklich sehr erleichtert auch drüber. Bin dann nach einer Woche entlassen worden, dann sind wir auch nach Hause gefahren. Die Fahrt war nochmal richtig, richtig brutal für die Brust bei jedem Hubbel auf der Autobahn selbst.
war es echt anstrengend und sehr, sehr schmerzhaft. Und ich hatte auch echt ein Problem zu schlafen die ersten Wochen. Ich durfte nur auf dem Rücken schlafen. Und ich hatte kein Bett, was man irgendwie hochstellen konnte. Und ich konnte ganz lange nicht im normalen liegen. Es musste ein bisschen angehoben sein. Und wir mussten erst mal rausfinden, wie ich schlafen konnte. Ich konnte auch nicht normal sitzen auf normalen Stühlen und so. Es ging alles nicht. Also, wenn ihr so eine OP vor euch habt, dann beachtet, dass ihr irgendwas habt, ein Bett oder so, wo man den Lattenrost ein bisschen hochstellen kann. Wir haben später festgestellt, dass wir sowas haben. Aber natürlich erst, als es mir gut ging, sind wir irgendwie nicht drauf gekommen. Und wir haben das mit ganz viel Sofakissen hochgepolstert und so. Das war alles ein bisschen kompliziert. Das kann man auf jeden Fall einfacher machen. Ansonsten wirklich darauf achten, dass man noch nicht so viel macht. Das war super frustrierend für mich. Also erstmal war ich dann auch super kaputt nach der OP. Es hat wirklich Wochen gedauert, bis ich wieder fit war. Ich musste auch die ersten 10 Tage präventiv ein Antibiotikum nehmen. Und nach 2 Wochen hatte ich irgendwie so eine rote Stelle an der Brust. Da war man sich dann nicht sicher, ob da irgendwas sein könnte. Deswegen musste ich nochmal, ich glaube, eine Woche Antibiotikum nehmen. Dann habe ich auch irgendwie 18 Tage hintereinander Antibiotikum genommen. Das war auch nicht so schön. Hat mich, glaube ich, auch ein bisschen angestrengt. War aber letzten Endes keine Infektion oder so. Und dann habe ich ja nicht nur rumgesessen, ich konnte gar nichts machen, nichts. Ich konnte die erste Woche noch nicht mal rein duschen, weil ich hatte nicht so eine Bewegungsfreiheit, dass ich überhaupt bis an meine Haare gekommen wäre, um die zu waschen. Oder dass ich mich hätte alleine anziehen können. Das ist relativ schnell wiedergekommen, aber die Schmerzen waren einfach auch noch extrem da. Und später wurde es dann aber relativ schnell besser. Nach 2 Wochen war es dann echt schon wieder deutlich besser. Also es ging dann auch relativ flott. Aber ich konnte wirklich nichts machen, selbst irgendwie einen blöden Teller aus dem Regal holen in der Küche. Das ist relativ hoch und ich durfte ja meine Arme auch nicht über 90 Grad Winkel heben und konnte ich am Anfang auch nicht. Also jetzt ist es schon wieder, ist jetzt 8 Wochen nach der OP schon wieder ziemlich gut. Aber ich konnte wirklich gar nichts machen und es war sehr anstrengend auch für meinen Freund, dann nochmal wirklich mich und meine Schwester zu haben, was er komplett machen musste. Und eigentlich seine Arbeit. Und ich konnte gar nichts machen hier zu Hause, nicht putzen, nicht aufräumen, nichts. Und es war extrem frustrierend. Nochmal der Prozess. Ich gebe das auch nicht so gerne ab. Aber da muss man sich drauf einlassen in dem Moment. Und es wird dann auch besser, das ist das Wichtigste zu wissen. Und nach 6 Wochen konnte ich, also nach 4, 5 Wochen konnte ich auf jeden Fall auch schon wieder Sachen machen, leichte. Und nach 6 Wochen wieder ziemlich viel im Urlaub. Und jetzt nach 8 Wochen mache ich wieder ganz normalen Haushalt. Ich darf jetzt auch wieder Sport machen. Ich darf wieder alles machen im Moment, jetzt nach 8 Wochen. Man kriegt noch einen Stütz-BH vom Krankenhaus mit einem Gurt, der hier oben noch zugemacht wird, darüber, der dann die Expander auch immer runterdrückt in die richtige Stelle, dass die auch nicht hochrutschen, weil das kann am Anfang passieren. Ist bei mir nicht passiert. Es sieht wirklich alles richtig schön aus. Was ich noch kurz zeigen möchte, glaube ich, ist, man kriegt so, oder ich habe im Krankenhaus, das gibt es nicht in jedem, so Herzkissen bekommen, die man unter die Achsel legen kann, auch vom Physiotherapeuten im Krankenhaus, um besser laufen zu können. Und auch nachts lege ich immer noch meine Ellbogen darauf ab, damit es einfach nicht so weit nach hinten unten geht, weil dann fängt auch wieder hier eine Dehnung an, wenn ich die ganze Zeit in so einer Position bin. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das sehen könnt, aber einfach, wenn die Ellbogen so weit nach hinten gehen, wenn man zum Beispiel liegt nachts auf dem Rücken. Ich schlafe jetzt auch wieder auf der Seite, das geht echt gut. Habe ich ein bisschen früher angefangen, als die Ärzte mir erlaubt haben, weil ich konnte einfach nicht mehr nur noch auf dem Rücken schlafen. Das ging nicht mehr. Ich habe vorher mal schon versucht, meine Beine nur so ein bisschen zu drehen und irgendwie in eine andere Position zu kommen. Ja, und wir haben jetzt schon dreimal den Expander aufgefüllt. Beim ersten Mal 3 Wochen nach OP hat der Arzt es erstmal nur mit 30 Milliliter gemacht, weil er ein bisschen vorsichtig sein wollte. Beim zweiten Mal haben wir es mit 50 gemacht. Jetzt beim dritten Mal habe ich dann gefragt, ob wir mit 60 Milliliter auffüllen können, damit ich dann eben nur noch einmal hin muss. Wurde bewilligt und dann am 2. Februar fahre ich das letzte Mal hin. Da haben wir jetzt ein bisschen mehr Abstand gemacht und fülle dann nochmal mit 60 Milliliter auf und da besprechen wir dann auch die zweite OP. Wie ich gerade gesagt habe, folgt dann ja die zweite OP, wo die Expander ausgetauscht werden durch die finalen Silikonimplantate. Und dann darf ich nochmal 6 bis 8 Wochen nicht so viel machen, habe wieder Einschränkungen, aber mir haben alle gesagt, dass die OP deutlich weniger schmerzhaft, weniger schlimm, weniger eingreifend ist als jetzt die erste und dass man sich viel schneller erholt. Von daher ist der Großteil, glaube ich, um.
Und dann die Rekonstruktion von Brustwarze und Brustwarzenvorhof, das kommt dann ganz am Ende, das folgt irgendwann. Aber erst wenn alles verheilt ist, die Narben verheilt sind. Und zwar macht man das dann, dass man die Brustwarze durch Haut einfach rekonstruieren kann, dass die die Haut irgendwo vom Körper nehmen und so vernähen, dass es so aussieht, wie da die Brust nähen. Und die hat dann natürlich noch nicht die Farbe und der Vorhof ist ja noch nicht da. Und das wird alles durch ein realistisches Tattoo von Spezialisten dann gemacht. Und da werden sie mir dann auch jemanden empfehlen. So weit, so gut. Meine Schwester wird sich auch hat sich auch für die doppelte Mastektomie entschieden, auch einfach als Vorsichtsmaßnahme und wird sich auch bei der gleichen Chirurgin operieren lassen. Die kommt mit mir am 2. Februar in die Klinik und bespricht dann ihre eigene OP. Ist ein bisschen doof, es ist, dass wegen der Pandemie die Klinik gerade nur auf 60% Kapazität operieren darf. Und deswegen, also sie verschieben keine Krebs-OPs, das wurde mit uns versichert. Also auch meine Schwester wird auf jeden Fall drankommen rechtzeitig. Aber es könnte sein, dass meine zweite OP nach hinten verschoben werden muss. Das müssen wir einfach noch schauen, wie es dann aussieht. Aber das Wichtigste ist ja, dass das jetzt passiert ist und dass es mir jetzt wieder echt gut geht. Vor allen Dingen auch nach dem Urlaub habe ich so viel Energie sammeln können und konnte jetzt die Feiertage auch mal richtig genießen und was Aktives langsam auch wieder mehr machen. Hab wenig Schmerzen, kaum noch. Manchmal nachts merke ich es ein ganz bisschen, wenn ich zu viel auf dem Rücken liege. Aber ansonsten ist es jetzt wieder richtig gut. Ich möchte euch jetzt noch kurz die Kissen zeigen. Die muss ich einmal holen. Also kommt jetzt gleich mal eben kurz ein Schnitt. So, ich bin wieder da. Das hier sind die Herzkissen. Ich glaube, ich hoffe, man kann die jetzt gut sehen. Das ist eins. Und das ist das zweite. Und der Sinn davon ist, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man das sehen kann, aber dass man die so unter die Achseln machen kann und dann ganz entspannt damit laufen kann. Und das hilft am Anfang extrem. Oder man legt sie beim Autofahren vor die Brust und kann damit die Brust schützen. Oder wenn man nachts mal die Ellbogen drauflegen möchte oder beim Tagsüber. Kann man das eben auch machen. Super praktische Kissen. Wenn man die nicht im Krankenhaus bekommt, kann ich die trotzdem extrem empfehlen. Sie haben wirklich meine Schmerzen verringert in den ersten Wochen und ich nehme sie immer noch gerne. Und mein Physiotherapeut hatte extra versucht, zwei schöne, einer ähnlichen Farbe zu finden. Fand ich voll süß. Der hat mit ihr gegeben, damit ich die danach auch als Sofakissen benutzen kann. Das sind auch schöne Kuschelkissen. Ja. Das ist also alles passiert in den letzten Monaten. Es war extrem viel. Es war, muss ich sagen, wirklich überfordernd. Wir waren an unserer Grenze, alles finanziell, auch mit den ganzen Fahrtkosten, mit allem. Als irgendwie StudentInnen, wo der Staat nicht wirklich unterstützt und dann die alles die eigene Familie tragen muss, ist es nicht so einfach gewesen. Und dann mit zwei krebskranken Töchtern auch nicht. Und gleichzeitig haben wir es jetzt geschafft, es ist überstanden und jetzt wird es echt nur noch besser. Eine tolle Nachricht ist auch, ich habe nur noch zweimal Antikörpertherapie und dann habe ich das auch geschafft. Dann ist meine ganze Therapie abgeschlossen und es geht in die Nachsorge. Dann berichte ich natürlich auch wieder davon. Ich hoffe, dass ich es jetzt auch schaffe, ein bisschen häufiger wieder Videos zu machen. Schauen wir mal, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass das ja. Ich habe, glaube ich, als Wunsch fürs neue Jahr auch an meine Familie nur geschrieben, ich hoffe, es wird besser als 2021. Und sie waren alle recht positiv und optimistisch. Also hoffe ich einfach, dass dieses Jahr einfach ein bisschen weniger anstrengend wird, ein bisschen positiver, mit mehr schönen Erlebnissen als jetzt 2022 als 2021. Ja, man muss sich noch dran gewöhnen. Und ich habe ja auch bald das eine Jahr sozusagen um nach meiner Diagnose. Und zwar wurde ich ja letztes Jahr am 28. Januar diagnostiziert. Und das ist ja schon bald. Da bin ich auch ganz gespannt, wie es mir dann so geht. Nach einem Jahr nach der Diagnose mache ich vielleicht auch noch mal ein Video dazu. Ich plane auch noch ein paar mehr Videos zu Gewichtszunahme. Da habe ich nämlich auch noch ein paar, ja, Probleme mit meinem neuen Selbstbild. Und ich dachte, vielleicht interessiert das auch noch mal einige. Auf jeden Fall war es das erstmal von mir. War jetzt auch ein längeres Video, in dem ich viel geredet habe. Aber jetzt seid ihr hoffentlich halbwegs auf dem Laufenden. Ich hoffe, dass das mit den Expandern und der Mastektomie ganz gut rübergekommen ist. Das ist irgendwie immer relativ komplex zu erklären, warum das so ein langer Prozess ist bei mir. Aber ich kann es wirklich empfehlen, weil durch den Brustmuskel
weil der über dem Implantat ist einfach, das Ganze so viel natürlicher aussieht wie bei einer normalen Brustform auch. Und viele sagen, oder man sieht das auch manchmal, wenn einfach das Implantat direkt unter die Haut gelegt wird, dass es dann sehr reingesetzt aussieht und sehr plötzlich anfängt, die Übergänge. Es ist, glaube ich, auch bei vielen super schön. Und das Gefühl ist, glaube ich, auch anders, weil so viel, ich spüre nicht direkt die Implantate unter der Haut, sondern da ist halt erst noch was drunter. Und ich glaube, das ist tatsächlich angenehm. Aber ich kenne auch Frauen, die andere Methode gewählt haben. Und die sind auch super zufrieden. Wahrscheinlich kommt es auch immer auf den Operateur an. Ich bin für mich froh, dass ich mich für unter den Brustmuskel entschieden habe, auch wenn der Prozess länger ist. Ich kann genauso gut verstehen, warum man sich für die andere Methode entscheidet. Von daher war es das erstmal wieder von mir nach diesem langen Video und ich wünsche euch weiterhin einen guten Einstieg ins neue Jahr und allen, die auch gerade einfach Chemotherapie haben und das Ganze durchmachen müssen, ganz viel Durchhaltevermögen, ganz viel Kraft. Ihr schafft das auch und danach wird es alles wieder besser. Ganz liebe Grüße. Tschüss!